Freunde, herzlich willkommen und ich habe ein riesengroßes Problem. Ich habe gerade meine App hier auf und ihr seht draußen, hier ist alles zugeschneit. Was ja nicht das Problem ist, das Problem war einfach die letzten Tage mit minus 10, minus 13, minus 14 Grad. Und wir kamen ja von unserem Trip zurück und wir haben total vergessen, die Toilette also unser Chemieklo zu reinigen. Ne, wir wollten das einen Tag später machen, aber dann kam ja über Nacht der Frost. Da war alles gefroren und Abwasser und Brauchwasser natürlich auch eingefroren, die Pumpe eingefroren. Ja, jetzt habe ich so einen richtig coolen Wächter, der mich warnt vor Kälte, wie natürlich auch im Wetterbericht. Aber ihr seht hier in meiner App am Telefon, habe ich zwei Sensoren verbaut, zwei Thermometer, das ist jetzt mein Frostwarner. Und ihr seht hier unten die Tanks und da seht ihr hier die Statistik, die History. Ne, die letzten Tage war es über 0 Grad und da kann man natürlich Grenzen eingeben. Ne, Grenze wäre jetzt zum Beispiel bei Temperaturen unter 3 Grad. Bitte Warnung. Und die Warnung kommt direkt aufs Telefon. Und dann könnt ihr euch ja im Kopf sagen, ach, naja, gucken wir mal im Wetterbericht, ob es noch kälter wird. Dann leere ich doch mal das Wasser aus oder du das Wasser ablaufen lassen, Kanister leer machen. Ja, ne, so als Gedankenstütze. Und jetzt, na klar, ich bin jetzt ein Stück gefahren. Jetzt sind bei den Wassertanks um die 5 Grad, also 4,69. Und im Führerhaus jetzt 7 Grad. Und jetzt wollen wir doch mal nachschauen, ob jetzt in den 3 Tagen über 0 die ganzen Tanks aufgetaut sind, dass ich das eventuell entleeren kann, falls es wieder kälter wird. Wir gehen mal hinter und gucken mal, wie es aussieht bei den Tanks. Ich ahne ja Schlimmes. Ne? Also wenn das alles tiefgefroren war, tiefgefroren und jetzt 3 Tage, na gerade so über 0, also aufgetaut ist das mit Sicherheit noch nicht. Aber wir gucken mal. Also richtig ungemütlich, Freunde. Dann kommt mal rein. Geht am nächsten ins Licht und ist auch eingefroren. Das geht. Also rein da, Freunde. So. Dann machen wir es mal warm hier drin. Tür zu. Machen wir die Standheizung noch an. Ja, ihr Lieben, das ist mein Schaltpanel hier. Eigentlich ganz cool. Kann ich ja gerne mal so einen Erfahrungsbericht. Ich wollte so und so mal, also wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Wir sind ja noch nicht fertig. Und ich will ja immer mal eine Roomtour machen. Oder ich wäre auch immer gefragt, kannst du mal eine Roomtour machen? Fertig sind wir noch nicht. Ne? Aber wir waren halt jetzt 2,5 Wochen unterwegs. Und das war alles sehr cool. Hat schon mal cool alles funktioniert. Hier ist jetzt übrigens der Kühlschrank. Den kann man so rausziehen, rausfahren. Ganz entspannt. Und ja, das Bett hatte ich glaube ich schon mal gezeigt, ne? Wie das jetzt ist. Hat sich bewährt. Ist super gut. Viel Stauraum hier unten drunter. Ja, aber kommt noch. Also eine Roomtour kommt noch. Natürlich, wenn ihr das wollt. Ne? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr eine Roomtour? Wir sind noch beim Wasser. Genau. Wir sind beim Wasser und ihr seht, der Wasserhahn macht keinen Mucks. Die Pumpe auch nicht. Ohne Pumpe kein Wasserhahn. Ja. Da bewegt sich oben eine Deckschicht. Aber der ganze Kern ist noch gefroren vom Wasser, von den Tanks. Das waren halt 3 Tage so um die minus 10 Grad Anfang Januar. Da haben wir zu spät reagiert und ja, jetzt diese 0 Grad oder 1 Grad, was die Thermometer mir zeigen die letzten 2 Tage, das reicht halt nicht aus, das jetzt aufzutauen. Ne? Da ist natürlich die Pumpe mit eingefroren. Ich hoffe, sie ist nicht kaputt.
Und genauso wird es mit der Toilette aussehen. Können wir mal gucken. Wir sind halt wiedergekommen, Sonntagabend, in der Nacht. Ich sag morgen früh bei Zeiten, leeren wir die Toilette aus. Eingefroren, na klasse. Leeren wir die Toilette aus und machen das Wasser raus, dann sind wir sicher. Naja, aber dann kam schon in der Nacht der Frost und dann war es leider zu spät. Und jetzt ist es auch noch zu spät. Das ist jetzt kein Problem, ne? Wenn wir jetzt abwarten und sagen, naja, wir fahren so und so wieder los, wenn es wärmer ist, dann ist das alles aufgetaut. Es wird aber zum Problem, weil wir sind eigentlich regelmäßig unterwegs und wenn wir jetzt fahren würden wollen, müssten wir jetzt mindestens einen halben Tag hier drinnen die Standheizung laufen lassen, damit das wahrscheinlich abtaut. Dann müsste man hoffen, dass die Pumpe noch geht. Eine Garantie gibt es jetzt nicht, das werde ich euch aber später noch mitteilen. Momentan geht sie nicht, eingefroren. Die macht auch keinen Zucker. Ja. Und Toilette, ja, zugefroren. Ja, kann man drüber pinkeln, ne? Drauf pinkeln wird es auch warm. Aber die ist ja so voll und das sind ja, glaube ich, 5 Liter. 3 Liter ist bestimmt die Füllung drin. Das ist so ein Block, muss man ja auch erstmal wieder auftauen, ne? Ja, naja, gut. Ihr wisst Bescheid. Ich guck noch mal in die App, weil ich habe jetzt die Heizung auch laufen. Kann ich euch nur ans Herz legen, ne? Hier verschiedene Sensoren. Ich habe jetzt 2 verbaut. Einer ist im Führerhaus, damit ich immer weiß, was da die Temperatur ist. Und einer ist bei den Wassertanks, weil die stehen unten am Boden. Da kommt jetzt die Heizung nicht so extrem hin. Und ihr könnt auch Alarme einrichten. Habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, ne? Und könnte man aber das bei einer Temperatur, die, ich mache jetzt einfach mal unter 3 Grad ist, Maximum braucht man nicht. Das Wasser kann ruhig kochen, stört uns nicht, dass ein Alarm kommt, ne? Und jetzt kommt kein Alarm, weil wir haben ja bei den Tanks 4,8 Grad, 3 Grad haben wir eingestellt. Ich stelle jetzt mal 5 Grad ein, dann müsste er ja mal zeigen, wie das mit dem Alarm aussieht. Sorry, ich mache das hier alles. In der einen Hand die Kamera, andere Hand das Telefon. Aber ich glaube, ihr seht es, ne? So, ich bestätige das mit OK. Ja. Und schon kommt der Alarm, dass die Temperaturgrenzen unter- oder überschritten wurden. Und somit könntet ihr dann reagieren, ne? Dann habt ihr praktisch die Erinnerung, Leute, da ist kalt draußen. Gucken wir mal ins Thermometer, nicht, dass uns das Wasser einfriert. Habe ich das Wasser abgelassen? Und so muss es dann funktionieren, ne? Und dafür habe ich sie gekauft. Wem es interessiert, ich kann euch gerne einen Link schicken. Ich habe die 2 Sensoren. Ich zeige euch mal so einen Sensor. Wartet mal. Der ist jetzt, wie gesagt, hier unten verbaut. Ich habe aber den im Führerhaus, da liegt noch einfach so hier drin. 2 Sensoren haben mich bei Amazon 18 Euro gekostet und die sind so gut bewertet und ich bin so zufrieden. Und die gibt es auch noch günstiger, wenn ihr praktisch die Luftfeuchtigkeit nicht messen wollt. Dann kommt nur das Thermometer, die sind dann rund. Und das ist jetzt Luftfeuchtigkeit und Thermometer. Und die haben auch hinten so ein Magnet drauf. Ist das hier magnetisch? Ja. Seht ihr? Das hält sogar magnetisch, hat hier so eine Schlaufe. Und da gibt es eine App und die lässt sich wunderbar koppeln. Sehr einfach. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich bin schon mal sehr, 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 sehr zufrieden. Gefällt uns gut. In diesem Sinne, vielleicht habt ihr das gleiche Problem oder ihr kommt gar nicht erst zu diesem Problem, weil ihr das Video gesehen habt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob die Pumpe noch funktioniert. Ansonsten weiß ich jetzt auch, eine zweite Pumpe kommt bei mir mit Sicherheit ins Auto. Kostet nicht viel. Ich glaube, meine Pumpe hat 8 Euro gekostet. Und falls sie doch mal kaputt gehen sollte, nicht nur durch Frost, sondern auch durch andere
Dinge, dann hat man eine da. Na gut, so ihr Lieben, in diesem Sinne, bis bald.